Hallo Jasmin. Hallöchen Sascha. Was kann ich für dich tun? Na, ich suche eigentlich neue Kobi-Sachen. Habt ihr irgendwas? Hast du nicht auf deinem Dachboden oben ganz, ganz viel alte Kartons? Ja, da habe ich noch ganz viel alte Kobi, aber das muss ich erst auseinanderbauen. Ja, dann mach's doch. Ja, das ist aber altes Kobi, das ist ziemlich schwer. Musst du dir einfach ein bisschen Mühe geben. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie ich das sortieren soll. Naja, nach Farbe, nach Größe, nach Art. Kannst du dir was aussuchen? Ja, aber ich weiß nicht, ich habe ja gar keine Behälter, wo ich alles reinmachen kann. Ja, Schüsseln, Teller, Töpfe, Pfannen, geht eigentlich alles. Na, ich weiß nicht. Und also eigentlich und naja. Eigentlich kann es sein, dass du einfach ein bisschen faul bist. Ja, nein, ich bin nicht faul. Tagesausbildung, ich grüße euch zu einem neuen Video mit meinen zwei Kartons, einer Menge Anleitung und meiner kolumbianischen Polizeimütze. Meine Frau war ja dienstlich, polizeitechnisch in Kolumbien, hat dort die Polizei Kolumbien besucht, Erfahrungsaustausch, pipapo, und hat dort eine kolumbianische Polizeimütze geschenkt bekommen. Die hat mir mal gleich die Schnappfarbe. Ich mag ja Mützen sehr und ich dachte mir, ey, wann wieder werde ich die Möglichkeit haben, in einem Video mit Kobi-Sets eine kolumbianische Polizeimütze zu tragen. Gut, dieser Karton steht hier nur symbolisch. Da unten ist noch ein viel größerer von Bauhaus, so ein Umzugskarton. Den werde ich jetzt mal runternehmen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Denn um die Inhalte der Kartons, naja, jedenfalls, das, was drin ist, wollen wir uns halt mal ankicken, wa? So, den packe ich hier mal runter. So, und zwar sind diese Kartons voll mit... Und ich packe mal kurz zur Seite. Kobi-Sets. A la Couleur. Ja, ist jetzt, bei Kobi wird man denken, ja, à la Couleur, mein Freund, da ist doch nur Peng Peng drin. Nein, da ist auch ein bisschen was anderes drin, außer Peng Peng. Denn wir haben hier Kobi aus ihren Anfangsjahren, würde ich sagen, aber aus ihrer früheren Zeit. Ne? So ein bisschen Anfänge nicht, aber schon einige Zeit her. Moment, ich muss da mal noch was holen. Das habe ich schon mal rübergestellt. Ich habe nämlich schon angefangen, die ersten Sets zu demontieren. Die sind nicht alle fertig drin. Und werde, so ist es jedenfalls der wilde Plan, die hier alle auf dem Kanal vorstellen. Jetzt werden einige mit dem Kopf auf die Tischplatte schlagen und sagen, oh nein, Sascha, Bang, Bang, Panzerflugzeuge, ja, Schiffe sind nicht dabei. Ja, aber kann ich sagen, es sind doch ein paar thematisch andere Sets dabei, wo jetzt einige sagen, oh interessant, schaue ich mir doch an. Aber ich werde vielleicht ein bisschen mischen, jetzt nicht in einer Tag hier Tiger, Focke, Wolf und die anderen verrückten allen Kampfgeräte vortragen. Diese Kisten sind sehr bunt gemischt, zum Teil der Vorbesitzer, na, die sind hier schon eine ganze Weile bei mir, ich bin wirklich nie dazu gekommen, mit dem anzugehen. Der hat zum Beispiel alle Minifiguren hier mal so ein bisschen umgearbeitet. Ein Großteil hat Totenköpfe, also diese Minifigurenköpfe, die so diese Totenschädel sind, mit roten Augen, ohne rote Augen. Einige hier vorne haben auch nur ihre Mützen auf, da gibt es gar keine Köpfe. Hinten haben alle Köpfe, ich habe das schon zum Teil zugeordnet und jetzt war ich natürlich ein bisschen ängstlich. Aber ich kann euch versichern, ich habe eine Kiste voll Köpfe. Versteht ihr nicht falsch, aber die Köpfe sind auch aufgetaucht. Ja, das ist hier ganz bunt gemischt, aber in der Regel, ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. Wenn ich jetzt hier in diese so rein, also ja, das gibt hier ist nochmal Kleinzubehör, dann haben wir hier nochmal Minifiguren, die nichts, deswegen werde ich euch zeigen, nichts mit Kobi zu tun haben. Das sind irgendwelche, ja, was ist das hier? Batman, Marvel, aber kann ich beruhigen, alle nicht Lego, sondern Produkte, die eventuell Ähnlichkeit haben mit Lego Minifiguren. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, wenn ich hier nicht wieder von meinem Stuhl falle, normalerweise sind die alle so, wenn ich die so nehme, zack, habe ich immer so Tüten mit Sets drin. Ja, das hier ist jetzt gerade ein bisschen besonders auseinander zerstört, aber, wenn ich hier mal so ein bisschen, hier zum Beispiel, ich tippe mal auf irgendeinen Transporter, Lieferwagen, Opel Blitz oder so, ja, so sind die hier alle drin verpackt. So war auch die Focke Wolf verpackt. Ich habe die ein bisschen auseinandergebaut, weil ich sie ja zusammenbauen will. Jetzt werden einige sagen, oh Sascha, bist du verrückt, das alte Kobi kriegst du nie wieder auseinander. Ich muss sagen, das ging. Ich habe das hier einigermaßen ohne große Probleme jetzt mit ein bisschen mit dem Teiletrenner geschafft, auseinanderzugehen. So, ich muss mal kurz lüften unter meiner kolumbianischen Polizeimütze. Ja. Es sind sehr viele kleine Sachen. Wir haben einen Jeep, einen Nebelwerfer, den gibt es ja auch gerade aktuell wieder. Dann haben wir eine 1942 BMW.
unter dem Label Small Army. Wir haben aber auch World War II, zum Beispiel eine 8.8er Flak in Grau. Ne, dann wird es auch ein bisschen größer hier. Kettenkrat, Geschütz, ja, Panzer, dann haben wir hier Defense Point. Oh, die glaube ich gehören hier nicht rein. Mal gucken, wo die später dazu hören. So, dann wird es hier noch ein bisschen größer. Dann kommen wir langsam zu den Flugzeugen. Ja, die typischen Flieger. Moment, Zweiten Weltkrieg. Sehr interessant finde ich hier zum Beispiel Supermarine Spitfire mit Hangar. Habe ich schon wieder die Aufkleber verloren? Ja, das natürlich, der eine oder andere wird es bemerkt haben aus der Zeit, wo diese No-Stickers, also Pad-Printed No-Stickers noch nicht so aktiv waren. So, Moment. Was sind die jetzt noch bitte? So, hier fällt eine Strauß. Ja, Flieger. Und natürlich, dann wird es auch, wofür Kobi bekannt ist. Dicke, fette Panzer in verschiedensten Ausführungen. Ja, also kann ich beruhigen. Shermans gab es damals schon. Diverse deutsche Panzer. Hermann M. Dry Lee, Valentine, ja. Panzer 2 Ausführung C, ein Jagdpanzer. Hatten wir auch gerade erst vor kurzem. Ne? Sonder-Kfz, Hanomag. Was haben wir hier noch? Was gibt es noch so? Ja, ein KV-1. Ist immer so, irgendwie, es wiederholt sich bei Kobi. Ne? Auch damals schon. Sonder-Kfz, Opel Blitz, SU-85, Panzer 1, Sturmgeschütz, alles schon da gewesen, alles da gewesen. Ja, aber, was hierbei ist, was ich fast noch ein bisschen interessanter finde, als die ganzen Flugzeuge, Kettenfahrzeuge und Schnicki-Schnacki. Was gibt es hier noch? Achso, ja, hier gibt es noch ein Flugzeug und... Ach hier, ich tippe mal... Das etwas geschrottete Flugzeug ist die P-38L Lightning. Würde jedenfalls passen. Und einen noch aus ihrer World of Tanks Serie, wo sie immer Lizenz hat. Ist die eigentlich vorbei oder gibt es immer noch World of Tanks Modelle? Weiß ich nicht. Ich glaube, ist vorbei. So, aber, was ich ein bisschen interessant finde, ist Kobi Monster and Zombies. Ja? Cool. Achso, damals haben sie auch schon mit aus Blaugrauen gearbeitet. Dann haben wir hier nochmal Monster and Zombie. Sieht aus wie eine Kirche, Friedhof. Hm? Und auch, ich sag jetzt mal, Mittelalter, oder auch, wenn man es hier sieht, Römer-Sets. Und. Hier sind auch Minifiguren drauf. Und ich glaube sogar, die sind mit dabei. Also die Minifiguren, für die Kobi damals Ärger bekommen hat, beziehungsweise sich dann ihre neuen erfunden hat und irgendwie so gefühlt keine Spielsets mehr macht. Was haben wir hier noch? Monster and Zombies. Ein Labor. Sehr cool. Vielleicht sieht man es. Ich zeige mal mit dem Finger drauf. Die Minifigur da unten. Die Fliege. Sieht großartig aus. Hier haben wir noch einen Streitwagen. Hier ist schon wieder Monster and Zombies. Da ist schon wieder der Fliegentyp drauf. Und hier nochmal Römer-Set mit Minifigur. Hier vorne auch nochmal Minifigur. Definitiv nicht legal. Ja, ich werde hier noch ein bisschen aufräumen. Werde mir ein paar, eigentlich will ich alle Sets bauen. Kap Bock. Und danach, wenn ich die gebaut habe, werde ich die peu à peu alle verscheuern. Weil, ich sag mal, ich habe keinen Platz, um sie irgendwo hinzustellen. Und dass sie weitere Jahre in diesen hässlichen Plastiktüten in irgendwelchen Kartons auf irgendwelchen Dachböden versauern. Nee, muss nicht sein. Deswegen, wie gesagt, falls ihr jetzt denkt, oh Gott, puh, da bin ich ja interessiert, wartet ab auf meinem, ich werde es auch irgendwo dann, wenn ich anfange, die ersten Sets vorzustellen, zu verlinken. Ich werde die wahrscheinlich alle über eBay Kleinanzeigen, die geht am einfachsten und am schnellsten, vertickern. Falls da irgendwas interessant ist für euch, müsst ihr da halt regelmäßig gucken. Ich werde jetzt hier auch hier nicht besonders sagen, ich mache jetzt nur die Flugzeuge. Ich werde hier einfach schauen, was ich da aus der Kiste oder hier aus der Kiste rausziehe. Und dann werde ich das bauen. Also geplant ist jetzt eine Focke Wulf, danach eine Fokker DR6 aus dem Ersten Weltkrieg. Und dann schauen wir einfach mal. Vielleicht baue ich dann zwischendurch auch mal so ein lustiges hier Monster- und Zombie-Set. Ja, das soll es schon wieder gewesen sein. Ja, dann mache ich mich jetzt mal am Auseinanderbauen. Kann auch sein, dass ich vielleicht aufgeben muss, wenn es sich bewahrheitet, dass einige Sets wirklich so schlimm zusammen sind, dass man sie nicht mehr auseinanderkriegt.
keine Ahnung, was so eine Figur in so einem Kobi-Karton macht. Aber gut, wir werden es erforschen. Vielleicht machen wir zusammen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns demnächst wieder auf diesem Kanal. Falls nicht, war es schön, euch kennenlernen zu haben. Ich werde jetzt mal diese kolumbianische Polizeimütze abnehmen, denn es ist ganz schön heiß hier. Macht's gut.